Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelanleitung hier auf 9999 Dinge. Ich kann einfach nicht aufhören, mit dieser Idee weiterzumachen und mir macht es auch ehrlich gesagt sehr viel Spaß und deswegen wird das auch hier dann so weitergemacht, wenn mir was Spaß macht. Ja, die Karte ist als letztes entstanden mit Happy Birthday, mit Ausstanzung und sie kommt aus dem Konzept oder aus dem gesamten, ja, gestalte eine Karte mit oben Wimpel und unten soll das Zentrum sein, also das Kartenzentrum. Und da ist diese entstanden, diese, diese und diese. Also ein und dasselbe, sozusagen ein und dasselbe Muster, aber mit verschiedenen Materialien. Ich verlinke euch das oben beim i. Ich kann aber nur 5 Videos verlinken, von daher mache ich es euch auch noch in die Infobox unten rein, auch wie man hier die Wimpelketten machen kann. Also könnt ihr alle Karten sehr gerne nachmachen. Und das war die letzte jetzt, die entstanden ist. Ja. Bei der Karte habe ich gesagt, ich möchte nicht so viel Glitzer machen, aber ich habe jetzt gedacht, ich verarbeite einfach nochmal die Reste, die ich hatte. Ich brauche jetzt hier ein Kartenrolling. Ich habe mir hier Hobbykarton genommen vom Action, ganz weiß, der ist so ein bisschen strukturiert. Ich habe mir wieder ausgestanzt meine Wimpelkette, mein Happy Birthday, und zwar aus den Restpapieren von der Karte, die ich davor gebastelt habe. Und das mit diesen Schablonen, die habe ich bei AliExpress. Ich verlinke euch AliExpress auch mal unten. Ja, also ich bin da sehr zufrieden, wer da mal schnell so eine Info haben möchte. Die sind sehr günstig und sie taugen aber auch was. Manchmal hat man ja auch so das, ne, günstig, dass es da nicht so gut ist. Aber die sind wirklich gut. Sieht man ja anhand dieser Ausstanzung. Dann habe ich mir genommen, auch vom Action, so Deko-Tape diesmal, weil ich ja auch in den Karten das Washi-Tape mit verarbeiten muss. Als Challenge sozusagen. Und ich habe mir dieses Glitzer nochmal geholt. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das harmoniert. Probiere ich einfach mal. Ich hätte auch noch dieses Deko-Tape. Ich wollte aber jetzt so ein bisschen, weil ich schon keinen Motivkarton nehme, so ein bisschen Muster draufbringen. Deswegen habe ich mich für dieses entschieden. Und jetzt geht es super einfach. Ja, wir starten mit der Bastelanleitung. Als erstes falte ich mir eine Karte. Man muss ja nicht immer fertige kaufen. Man kann die sich ja auch selbst machen. Dafür nehme ich eine A5 Größe. Ich nehme mein Falzbein. Und ich falte mir jetzt die Karte. Das nehme ich als Vorderseite. Lege das drauf. Und falte mir das hier hinten schön. Jetzt habe ich mir das Ganze schon ausgestanzt und jetzt gucke ich einfach mal, wie ich mir das gestalten könnte. Würde auch schon gut aussehen. Man bräuchte schon gar nicht mehr, wäre auch schon eine schöne Karte. Meine Meinung. So, ich mache jetzt aber so, das wird hier oben hinkommen, so wie ich es hier hingelegt habe. Das kommt hier unten hin und hier möchte ich aber das Deko-Tape verwenden. Da ich hier unten ja das Zentrum benötige, werde ich mir das jetzt auch hier unten hinkleben. Und werde aber so einen weißen Rand rausgucken lassen. Ihr seht, ich teste erstmal, wie mir das dann gefällt. Ich wollte ja die Wimpelkette erst so machen, war dann mir aber hier zu wenig weiß, also zu viel Platz. Von daher werde ich sie jetzt so anbringen und das werde ich so anbringen. Das nehme ich mit Uhu-Kleber. Da hole ich mir jetzt ein Blatt Papier, da kann ich ja schön einschmieren. Und hier nehme ich das doppelseitige Klebeband, das ganz, ganz dünne, und mache das mir hier oben an die Linie dran und befestige das jetzt alles auf der Karte. Und fertig ist sie, meine Karte. Gut, ich habe nicht so mich dran gehalten mit nicht so viel Bling Bling. Aber ich verspreche euch, die nächste Karte wird ohne Bling Bling werden. So, ich zeige euch nochmal die andere. Schon ein Unterschied, oder?
Ja, gefällt mir richtig gut, muss ich schon sagen. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war's von mir. Es geht jetzt noch weiter damit, einfach weil ich so viele Ideen habe im Kopf und jede Karte ja auch wirklich anders aussieht. Und ich habe auch eine Playlist angelegt für Kartengestaltung. Da könnt ihr gerne mal bei den Playlists gucken, wen das interessiert. Speichert die euch ab und so bekommt ihr immer eine Info, wenn da was Neues reingelegt wird. So, meine Guten, ich verabschiede mich. Habt einen tollen Tag. Bis bald, eure Katrin.